Hallo zusammen, ich habe heute eine kleine nette Skatgeschichte mitgebracht von Hartmut Seber vom Rätselhasen, der lässt euch damit herzlich grüßen. Ja, und wenn Skat eine Parabel aufs Leben ist, dann kann man so sagen, auch wenn es schlecht aussieht, wenn die Zeiten hart sind, niemals aufgeben, nie den Kopf in den Sand stecken, manchmal gibt es dann doch noch ein Happy End. Ja, ohne zu viel zu verraten, Hartmut saß im bestehenden Spiel mit dieser Karte in Hinterflosse, hat also einen schönen Eingang mit Kreuz Bube, Ass 10, Ass, noch zwei Zehnern, also fünf volle, logisch, dass er das Spiel gerne machen möchte. Das Problem ist, Vorhand hat auch was abbekommen und ist erst bei 27 aus der Karte raus. So, Pikant wollte Hartmut natürlich nicht spielen mit der blanken 10, sondern er hat reingeschaut, natürlich in der Hoffnung, dass ein bisschen was zur Verstärkung drin liegt. Pik 9 und Kreuz Dame ist jetzt aber eher nicht besonders erbaulich. So, erste Überraschung. Ich denke mal, ich wäre wahrscheinlich eher auf die Idee gekommen, jetzt hier mit 20 Augen irgendwie Pik oder Pik Ass Herz 10 den Grang zu versuchen, aber Hartmut hat es anders gemacht. Der hat einfach 20 Augen gedrückt und jetzt den Pik angesagt. Den muss er nun natürlich Schneider spielen und logischerweise auf die 27er Passung von Vorhand hofft er natürlich, dass Karo unter dem Ass rauskommt und der König erstmal den Stich macht und dann hat das Spiel vielleicht eine Chance. So, nun liegt aber der erste Stich tatsächlich Karo Ass, Karo Dame, also sie holen hier auch noch 18 Augen ab. Gut, und jetzt ist natürlich hier wirklich, wenn man so will, die Kacke richtig am Dampfen. Wie soll das Spiel jetzt realistisch noch Schneider gehen? Eigentlich kann das nicht mehr funktionieren, aber seht selbst, Karo kommt hinterher, Vorhand hatte tatsächlich viermal Karo, Mittelhand sticht, ja, und nun ist ja eigentlich gar nicht so viel Kontrolle hier drin, überstechen eine Option, aber genauso natürlich eine Option, und so ist Hartmut vorgegangen. Erstmal hier die Kreuz 7 loswerden, denn ja, hier einen 14-Augen-Stich oder einen 10-Augen-Stich in Kreuz noch abzugeben, dann kann es an sich auch nicht mehr langen. Also es bleibt bei 18 Augen, hinterher kam Herz König. So, und den hat Hartmut jetzt irgendwie aus dem Instinkt, aus dem Riecher heraus nur mit dem König gestochen, also noch nicht einen vollen gelegt. Hinten fiel Herz Ass. Ja, okay, Herz Ass hier also blank, viermal Karo bekannt, Herz Ass blank. In der Beikarte ist jetzt nur noch Kreuz 10 unterwegs und logisch, jetzt muss erstmal einmal Trumpf und dadurch rauskommen. Es fehlen schließlich noch vier Trümpfe. So, Karo Bube fiel und Pik Bube auf 22. Und dann kam natürlich eine Herz Lusche und Hartmut hat sich gedacht, ja, eine bessere, günstigere Gelegenheit, die Kreuz Dame loszuwerden, die finde ich nimmermehr. Man könnte auch sagen, was Besseres als den Tod finde ich allemal. Also erstmal Kreuz Dame entsorgt und hinten tatsächlich ist nicht die Kreuz 10, sondern geht erstmal der Kreuz König rauf auf 29. Also noch haben sie 29, noch sind sie im Schneider. Allerdings fehlen natürlich noch zwei Trümpfe und der ganze Spielverlauf sagt einem doch relativ sicher, dass diese beiden Trümpfe hier in Hinterhand stehen. Vor allen Dingen aber kommt jetzt natürlich noch mal eine Herz-Lusche hinterher und der Spieler da hat natürlich kein Herz mehr, kann also potenziell auch überstechen. Hartmut setzt ihm jetzt also nicht die 10 vor, sondern nur die Dame und da wirft der Spieler hier tatsächlich die letzte Kreuz-Lusche ab. Sie bleiben also immer noch bei 29 Augen stehen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich welche Stiche hingetan habe, ist auch egal. Ja, und jetzt fällt Hartmut noch der Zauberzug ein, der natürlich einen krassen Fehler der Gegenpartei erfordert. Ich drehe jetzt hier mal hier die Karte um. Klar, hier sind noch die beiden Trümpfe und hier sind die beiden Herzen und die beiden Kreuzen und Hartmut spielt die Trumpf 10 und der Spieler hier hat einfach jetzt gepennt und hat gedacht aufgrund der Reizung, dass der Alte noch bei seinem Partner ist und ja, er will vielleicht danach auch Kreuz Ass 10 stechen. Das hätte er natürlich auch haben können, wenn er übernimmt, aber er bleibt jetzt hier tatsächlich unter in der Erwartung, dass sein Partner den Kreuz Buben hat und dann könnte er natürlich mit dem Herz Buben noch das Trumpf Ass schlagen oder Kreuz 21 stechen. So allerdings führt das genau dazu, dass Hartmut dieses Spiel, ja, mit viel Dusel, muss man natürlich sagen, gewonnen hat und möglicherweise war es hier gerade genau der richtige Zug, dass er vorher erst mit dem Bild gestochen hat und jetzt diesen vollen noch anbieten kann. Das macht den Spieler hier vielleicht genauso verrückt, dass er ausrechnet mit Kreuz Ass 10 langt ist und dem Herz Buben
und dass er jetzt hier einfach den Faden verliert und nicht übernimmt. Das ist natürlich ein bisschen spekulativ und das ganze Kunststück wird natürlich auch nicht besonders oft gelingen, aber in dem Fall ist es gelungen und das kann uns einfach ein wenig Freude geben, ein wenig Hoffnung geben. Glückwunsch, Hartmut, dann hast du, so wie ich es verstanden habe, in der Serie wenigstens ein Highlight gehabt, denn ansonsten lief die Liste auch bescheiden. Ja, und da kann man dann eben nur mal wieder sehen, was beim Skat alles geht. Hoffe, ich habe euch eine kleine Freude gemacht. Bleibt gesund, passt auf euch auf, bleibt schön zu Hause, spielt Skat, spielt Online-Skat und wir sehen uns bald mit weiteren Videos.